Nun, wenn die Darmstädter Erfolgsbilanz erwähnt wird, dann muss man natürlich auch erwähnen, dass die Nürnberger seit 10 Spielen jetzt bereits ungeschlagen sind. Hier nach Freiburg waren sie gekommen, das waren von allen Beteiligten zu hören, um als Tabellenführer wieder zu fahren. Was das im Klartext heißt, ist klar, sie mussten, sie wollten gewinnen. Der FC Freiburg braucht natürlich die Punkte dringender denn je und insoweit hatte das Spiel natürlich seine besonderen Reize. Nürnberg in weißer Spielkleidung, zunächst von rechts nach links. Entschuldigung, von links nach rechts im Ballbesitz derzeit die Freiburger, die in bester Besetzung antreten konnten. Passen Sie auf, was sich hieraus entwickelt. Eine Rückgabe von Pausch und dann diese Riesenmöglichkeit gleich zu Spielbeginn für Wiedmann, der natürlich selber dafür untröstlich ist. Überraschend, dass die Freiburger die spielerische Linie, die sie einmal eingeschlagen hatten, beibehielten. Das hieß, das Spiel lief vornehmlich über Bente und wurde von ihm geschickt aufgebaut. Und hier gab sich eine weitere gute Möglichkeit für die Freiburger. Steinwarz kam hier um Bruchteile von Sekunden zu spät. Die Nürnberger mussten ohne Petrovic antreten und sie waren außerdem ersatzgeschwächt noch, weil Schöll und Stocker fehlten. Petrovic saß jedoch auf der Bank. Er wurde vertreten, mehr oder weniger gut durch Lieberwitt, der hier am Ball ist. An den Pfosten und Walica. Nun, da kann man ihm ganz sicherlich keinen Vorwurf machen. Das ist eine ausgesprochen schwierige Situation. Sie haben es gesehen, hoch über das Tor. Trainer Horst Butz, der jetzt vor ein paar Tagen seinen Vertrag beim FC Nürnberg für ein Jahr verlängert hat, konnte natürlich nicht zufrieden sein, denn noch immer war kein Tor gefallen. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff diese Szene nochmals. Die Nürnberger jetzt leicht feldüberlegen, aber es fehlte ihnen das Quäntchen Glück. Konkret war es in diesem Fall Klaus Täuber, der überrascht war von diesem Ball. Halbzeit also 0:0. Bente hier beim Einwurf mit der Nummer 10, der Spielmacher, der Spielgestalter des Freiburger FC, ein Mann, der unverzichtbar ist. Und Bührer, der Jugendnationalspieler, der in der zweiten Halbzeit gekommen war, hatte hier die ganz große Möglichkeit zum 1:0, aber dieses gelang nicht. Birkenmeier im Tor hatte nun Gelegenheit, sich nochmals auszuzeichnen bei diesem Schuss von Jürgen Täuber. Das hätte natürlich auch die Führung für die Nürnberger sein können. Das Spiel stand ständig auf des Messers Schneide. Man konnte wirklich nicht sagen, dass die eine oder die andere Mannschaft hier besonders überlegen gewesen wären, denn es gab auf beiden Seiten viele Torchancen. Bemerkenswert für mich, dass der Club, der ganz zweifellos technisch versierter und ein höheres spielerisches Niveau hat, diese Vorteile heute nicht ummünzen konnten in greifbare Vorteile, sprich in Tore. Wenn man nach der Anzahl der Torchancen geht, dann muss man sogar sagen, dass die Freiburger ein leichtes Plus hatten. Derricks. Und die letzte Möglichkeit nochmals für Bührer. Und zu spät kommt auch Miesmer. Es blieb dann bei diesem 0:0 ganz sicherlich leistungsgerecht. Die Freiburger haben einen Punkt gewonnen, die Nürnberger aber haben ganz sicherlich einen Punkt verloren.